Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Aufgebraucht-Video von den aufgebrauchten Produkten aus Februar für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Februar ist ja bekanntermaßen ein relativ kurzer Monat, deswegen ist es auch nicht ganz so viel geworden tatsächlich, was ich aufgebraucht habe. Also es hält sich wirklich in Grenzen und aber ich wollte das jetzt abdrehen, damit ich quasi dann im März neu sammeln kann und dann die Erinnerungen auch noch schön frisch sind. In meinem Gesicht trage ich das Full Face Essence Cosmetics, was ich eben abgedreht habe, was mir so lala gefallen hat, um ehrlich zu sein. Also Halo Eye und ich weiß nicht, ob wir irgendwann große Freunde werden. Ich finde, das sieht sehr massiv an mir aus tatsächlich. Aber naja, es ist okay. Lippen habe ich jetzt ein bisschen dezenter gemacht, als ich das in dem Video gehabt habe. Keine Ahnung. Einfach, weil wir eben ein Gyros Pita gegessen haben und ich dann eben schnell noch was Neues drauf machen wollte. Und den Highlighter habe ich jetzt auch nochmal aufgefrischt. Das ist der von Maxim in Kooperation mit Lovia. Mega geile Highlighter-Palette. Ich feiere die wirklich und die macht alles wirklich fresh. Genau. Ich starte einfach mal mit einem Produkt, was heute bei mir leer gegangen ist. Und zwar heute Morgen von Beauty Mates. Die Hyaluron Lift 24 Stunden Intensivpflege für trockene Haut. Ich habe ja ganz offensichtlich trockene Haut, das erwähne ich ja auch immer wieder. Und bei Beauty Mates gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich die Produkte so zusammenzustellen. Sei es, dass du ganz normal die Produkte einzeln im Onlineshop bestellst. Oder da gibt es halt auch noch diesen Konfigurator, den Set-Konfigurator, dass du dir auch Sets zusammenstellen kannst. Das heißt, du hast die Möglichkeit, entweder zwischen 2 und ich glaube 9 Produkten oder so insgesamt dir so zusammen zu basteln, dass du dann halt ein Set hast und je nachdem, ne, du sparst dann halt auch immer mehr, ist klar, hast du meistens. Und das hier war auf jeden Fall die Creme, die gibt es auch noch in der normalen Variante für normale Haut. Ich habe trockene Haut, da hat mir die Creme sehr gut gefallen, die war super reichhaltig und ich habe mir die dann gemischt mit meinen Boostern, die ich da habe. Die sind aber noch in Anwendung, ne? Weil ich manchmal habe ich die zusammen verwendet, manchmal habe ich den einen mal den anderen verwendet, den Anti-Pickel-Booster und den Anti-Falten-Booster. Genau. Und mit meinem Code Claudiswelt20 bekommst du 20% auf der Homepage. Also es ist natürlich eine Kooperation, da kann ich dann natürlich auch noch einen Code so einblenden, ist doch nice. Und ich verdiene nichts an dem Code, es ist halt einfach nur, damit ihr ein bisschen was sparen könnt, wenn ihr möchtet. Ich habe auch schon Nachschub geordert, also die Creme ist jetzt auch noch auf dem Weg zu mir. Und ich wurde auch gefragt, ob ich vielleicht noch andere Booster ausprobieren möchte. Also ich hatte ja auch schon vorher mal eine Kooperation gehabt. Da hatte ich den Augenlift-Booster ausprobiert. Der hat mir nicht so ganz so gut gefallen. Wobei ich jetzt schon bei mehreren YouTubern gehört habe, die sich den mit in die Augencreme einfach reingemischt haben. Das ist natürlich eine coole Nummer, ne? Das müsste ich vielleicht auch mal ausprobieren. Und jetzt habe ich, dass der Selbstbräunungsbooster auf dem Weg ist. Und ich weiß nicht, welcher noch. Da hat Mona Lisa die Karten noch nicht offengelegt. Da bin ich sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall auf dem Weg zu mir und wird auf jeden Fall weiter getestet und weiter verwendet. Ich mag die Cremes wirklich, wirklich gerne. Die kannst du unter der Foundation toll verwenden. Und du kannst dich auch auf der Homepage nochmal wirklich beraten lassen, welcher Booster jetzt für deine Haut halt genau passend ist. Ich verlinke dir unten in der Infobox auch alle Infos dazu, den Rabattcode auch nochmal und so weiter. Ne? Genau, also ich kann die wirklich empfehlen. Die ist, soweit ich weiß, Parfümstofffrei, ohne irgendwie eine Rotzepampe oder so. Das ist halt wirklich eine tolle Creme, die sehr angenehm ist. Ich habe euch das auch in verschiedenen Videos schon gezeigt, in Anwendung. Und auch die Morgenroutine habe ich auch gefilmt, wo ich noch was hier von drin hatte. Jetzt geht die nicht mehr zu. Und die kommt demnächst auch noch online. Ich denke, nächste Woche, übernächste Woche. Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das so in den Plan reingestellt bekomme. Genau, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Creme, die ich jedem wirklich ans Herz legen kann, weil da machst du nicht viel falsch mit. Und ich finde die auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her richtig angemessen, ne? So, weiter geht die wilde Reise bei einem weiteren Produkt, was ich jetzt just mir gerade leer gemacht habe. Deswegen, ne, liegt halt hier oben auf. Hatte ich in der Goodiebox, glaube ich, mit drin. Puffin Beauty Hemp Oil Spray Tea Treatment. 19:34 Uhr und die Frau kann nicht mehr reden. Aufbauende Kur zur Reparatur und Stärkung. Genau, das habe ich mir ins trockene Haar gegeben. Dementsprechend musste ich da halt auch wirklich viel von verwenden, weil wenn du Kuren in trockenem Haar verwendest, dann ist es immer so eine Sache. Habe ich mir aber sogar auch auf die Kopfhaut, auf den Ansatz und so weiter gegeben. Habe ich gestern Abend verwendet, das letzte Mal, da habe ich die aufgebraucht. Und ich finde, dass meine Haare
dadurch auf jeden Fall glänzender aussehen. Meine Kopfhaut wird beruhigt davon. Das muss ich auch dazu sagen. Ich habe ja so Stellen hinten am Hinterkopf. Ne? Ja, ich habe einen Termin beim Hautarzt. Es dauert aber Ewigkeiten als Kassenpatient, um da wirklich, ne, dass der dann auch stattfindet, Leute, es dauert noch. Aber ich versuche jetzt wirklich alles, um da halt irgendwie das Ganze in Schuss zu bekommen. Und vielleicht ist bis dahin auch alles wieder tutti. Ja, trockenes, strapaziertes Haar habe ich definitiv. Hat mir gut gefallen, hat für... Ich weiß nicht, wie viele Anwendungen waren da drin. Tatsächlich, ich glaube auch nur 6 oder so, weil ich habe halt auch wirklich lange Haare, ne? Müssen wir gar nicht drüber reden. Das heißt, ich habe mir das komplett in die ganzen Haare reingegeben, habe das einwirken lassen. In der Zeit habe ich Pinsel gewaschen, Wäsche gewaschen, was auch immer. Ich glaube, mindestens 15 Minuten soll man das einwirken lassen. 10 bis 15 Minuten mindestens, genau. Und man kann das theoretisch auch über Nacht einwirken lassen und so, ne? Also hat bei mir echt gute Dienste geleistet und hat mir gut gefallen, doch. So, jetzt habe ich hier noch ein Produkt aus dem Bad. Jo, komm, machen wir mit Badprodukten weiter. Das ist aber ein Haushaltsprodukt eigentlich eher. Von Airwick enthält natürliche ätherische Öle, himmlische Vanillesterne. Ich fand das toll, ne? Wir haben ja diesen... Sprayer bei uns im Badezimmer stehen, der ja automatisch dann sprüht. Da macht man das Ding rein und dann haut er das Kram raus. Das war ein sehr, sehr süßer Duft und ein sehr präsenter Duft. Mein Freund fand den, soweit ich das in Erinnerung habe, sehr schwer. Ich mag aber solche Düfte sehr, sehr gerne. Also süß, also bei mir kann wirklich am liebsten die ganze Zeit mein Haus danach riechen, als hätte ich gerade frisch Plätzchen gebacken. Ne? Das würde ich hardcore feiern. Ja. Ist jetzt leer. Ich habe, glaube ich, noch ein Backup davon, aber ich mochte den Duft gerne. Kannst du natürlich dir auch irgendwo eine Wohnung stellen und dann bei Bedarf einfach oben drauf drücken, ne? Oh, ich mag das. Ja, sehr vanillig, ne? Sehr schwer, wie gesagt, aber ich mag sowas. Dann habe ich hier tatsächlich eben, als ich meinen Full Face Essence gedreht habe, einen Foundation-Pinsel von Catrice aufgebraucht, sag ich mal. Der ist noch gar nicht so alt, ne? Der müsste nur ein halbes Jahr oder so alt sein oder ein Dreivierteljahr. Ich weiß nicht, wann war denn diese Sister Love Limited Edition mit diesem See-Thema, Ocean-Thema. Das ist jetzt von Catrice, der Foundation-Pinsel. Der löst sich leider in Wohlgefallen auf, ne? Also, wenn ich jetzt hier so dran ziehe, da habe ich Haare in der Hand. Und das hatte ich eben halt alles auf meinem Gesicht und das hat mich so genervt, dass ich den direkt in meine Aufgebrauchkiste geschmissen habe. Und, das ist dann für mich aufgebraucht, Leute. Ne? Wenn ein Pinsel Haare verliert, ist er vorbei. Ansonsten mag ich gerne die Essence und Catrice Pinsel, aber irgendwie halten die nicht meiner intensiven Benutzung stand. Ich weiß es nicht. Ich habe nämlich, ich weiß nicht, ob ich den hier auch drin habe, von Essence auch einen. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, habe ich. Warte. Ist hier. Auch ein Foundation Pinsel. Den habe ich gar nicht zu Ende auswaschen können, weil sich auch da die Haare irgendwann gelöst haben. Und der ist aus einer Limited Edition. War das auch eine Sister Love? Nee, das ist irgendwie eine Valentinstags-Edition vom letzten Jahr gewesen. Bei Foundation Pinseln, die werden halt ganz normal dann über der, also mit der Pinselseife oder mit der Handseife, kommen wir gleich zu, eingeseift. Und dann drücke ich die natürlich auch so ein bisschen aus, ne? Das muss ja auch sein, damit du das Produkt rausbekommst. Swirl die auf meiner Hand, swirl die auf meinem Pinselwaschpad. Und normalerweise halten Pinsel von zum Beispiel BH Cosmetics oder Luvia dem Ganzen auch stand. Aber auch dieser Essence-Pinsel hat sich verabschiedet. Da will ich gar nicht dran ziehen, weil die ganzen Haare, das hat sich immer so einmal nach vorne verabschiedet. Ja, hat nicht so gut funktioniert, würde ich mal so sagen. Das Produkt hatte ich ja gerade in meiner Hand von Isana, die Aromaseife Magnolie und Zedernholz. Die habe ich von der lieben Jana im Adventskalender drin gehabt. Nicht 2020, sondern 2019. Und die habe ich aktuell bei uns in der Küche. Ich glaube, das war eine LE, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Ne, dann ist das ein bisschen blöd, aber egal. Bei uns im Seifenspender in der Küche diesen automatischen Seifenspender, den ich ja von Imago zugeschickt bekommen habe. Ich mag den Duft mega gerne, weil es ist einerseits blumig und andererseits hast du so ein bisschen dieses leicht holzige auch mit dabei. Also sehr, sehr natürlich. Was ist das denn jetzt hier? Aber nicht zu überladen vom Duft her. Und das mag ich gerne. Also das ist auch vor allem reinigend und so, ne? Und das mag ich. Ist cool. Ist eine schöne Aufmachung. Seit 1998 gibt es Isana übrigens schon. Und jo, ne? Ich finde die ja immer noch klasse. Zum Pumpspender kann ich natürlich nichts sagen, weil wir die umgefüllt haben. Die habe ich gestern gemacht von Isana. Die Tuchmaske Rosenliebe, intensive Feuchtigkeit, beliebter Teint, Pfingstrose und Hyaluron. Habe ich von der lieben Nicole geschenkt bekommen. In so einem Weihnachtspaket war das, glaube ich. Und diese Maske fand ich echt schön. Ich habe mir auch ein Herzchen drauf gemalt.
Tatsächlich. Dünnes Vlies, viel Feuchtigkeit, Rose beruhigt. Pfeil dahin herziehen. Ihr könnt euch das ja angucken, wie ich hier sowas draufschreibe. Ne? Das sind so meine Notizen, die ich mir dann, nachdem ich die Maske verwendet habe, draufschreibe. Weil oft habe ich das Problem, dass ich mich dann einfach nicht erinnern kann und ich möchte euch ja wirklich eine gute Review geben können. Ich fand das gut, weil normalerweise sind die Isana-Tuchmasken bei mir super dick, also die, die ich bislang so verwendet habe, und das nervt mich. Ne? Ich mag das gerne, wenn ich eine dünne Maske habe, so dieser koreanische Flair, ne? Die haben das halt auch immer sehr, sehr dünn, die ganzen Fliese, und dann kannst du es aufs Gesicht legen und es hält auch gut. Richtig viel Feuchtigkeit, dadurch, dass hier Rose auch mit drin ist, beruhigt das auch die Haut. Das ist sehr, sehr angenehm gewesen. Ich fand die klasse und die LE dürfte es eigentlich noch geben. Dürfte jetzt ja die aktuelle Valentinstags-LE sein. Ohne Mikroplastik steht hier auch noch drauf. Finde ich super. So, ein Wimpernserum habe ich aufgebraucht. Und als ich das verwendet habe, haben mich auch immer zu genau dem Zeitpunkt super viele gefragt, welches Wimpernserum ich zu dem Zeitpunkt verwende. Und das war das hier von Forever Young Lash and Brow Wonder. Habe ich mir auf den Wimpernkranz abends draufgegeben und auch auf die Augenbrauen. Ich muss gestehen, bei den Augenbrauen hat es nichts gemacht. Also da habe ich jetzt aktuell eins von Grande Lash in Anwendung, was definitiv mehr macht. Und was halt bei diesem hier das Problem am Ende war, also das hat eine ganze Zeit lang echt toll gewirkt, hat schön meine Wimpern verlängert, Volumen gegeben. Mit einem Mal sind sie mir aber alle ausgefallen. Also nicht alle, ne? Aber richtig, richtig viele. Also die halt so super lang waren, die sind mir alle auf einmal ausgefallen. Ich war unter der Dusche und habe mich, ne, habe so meine Augen abgeschminkt, gucke in meine Hand und denke mir, what? Ich habe echt Panik gekriegt. Und ja, ich weiß nicht genau, woran das lag. Ob das vielleicht auch in Kombination mit dieser Avant Augencreme-Kacke war, die ich da echt, also wo ich immer noch Spaß mit habe. Oder ob das, ich weiß es nicht, woran das lag. Ich habe, ne, das halt auch dann irgendwann abgesetzt, weil ich dann zum einen das andere neu hatte und zum anderen, weil mir halt die Wimpern ausgefallen sind und ich ein bisschen Panik gekriegt habe und mir gedacht habe, oh mein Gott, woran liegt das? Und ja, deswegen, aber ich kann dem das nicht in die Schuhe schieben. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich auch Verkettung ungünstiger Ereignisse, die sich einfach in letzter Zeit ergeben haben mit Stress. Und ich habe viel geweint auch, ja, muss ich auch sagen. Und vielleicht hat das alles irgendwo auch zusammengespielt. Und ja, das war eigentlich geil, ne? Also eigentlich war das geil, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ist eigentlich geil. Ich werde es auch wiederverwenden, ne? Genau, vielleicht in der Zeit, wo ich weniger weine. War halt so ein Schwämmchen-Applikator und ja, schreibt mir gerne eure Erfahrungen mit dem Wimpernserum unten mal in die Kommentare rein. Und ich glaube, dass ich da aber wirklich, ne, dass es die Phase war, wo ich dann, dass mir deswegen die Wimpern ausgefallen sind. So, dann habe ich hier ein von T&D, ein Seaweed Body Salt Scrub gemacht, ein Körpersalz-Peeling. Ihr wisst ja, wie ich so mit Körpersalz-Peelings auf Kriegsfuß stehe, um das mal so zu sagen, ne? Weil ich mich meistens erst peele und dann rasiere. Nee, erst rasiere und dann peele und dann habe ich den Salat, weil alles brennt wie Feuer. Hier war ich schlau, hier habe ich es nicht gemacht, aber ich hatte genau zu dem Zeitpunkt, wo ich das verwendet habe, so, ich habe an meinen Fingernägeln, manchmal mache ich das, dass ich an meiner Nagelhaut so rumknibbel oder rumknabber oder so. Und da hatte ich halt so Wunden überall, ne, weil ich da sehr nervös vorher gewesen bin und das war echt dann offene Wunden halt, ne. Und dann habe ich das vergessen, habe das Produkt in der Dusche gehabt, habe mich damit dann eingescrubbt. Das reicht übrigens für zwei Anwendungen, ne. Und hatte ein Aua. Das war echt so dämlich, aber es war so ein typischer Claudi-Moment, ich sag euch das. Okay, ja, was habe ich hier hingeschrieben? Leichtes Peeling mit Pflege, ja, genau. Also das ist halt auch die Sache, du hast nicht bei jedem Peeling auch eine Pflege mit dabei. Zum Beispiel das Creme-Öl-Peeling, das ist richtig gut, weil das hat enorm viel Pflege mit dabei. Oder das Dove-Peeling, das ist auch mega gut, weil das schöne Pflege mit dabei hat. Hier hattest du auch Pflege mit dabei. Das kommt in so einer witzigen Farbe, ja, so ziemlich genau wie das hier außen, ne? So mintgrün, türkis, hellblau war das. Hier habe ich auch geschrieben Salz, dann so ein Fall Wunde, so ein Fall Au, Ausrufezeichen. Ich liebe es. Danke, Vergangenheits-Claudi, das hast du gut gemacht. Eher runde Körner, aber schöne Haut, genau. Wenn ein, also normalerweise hast du bei Salzpeelings ja sehr scharfkantige Peelingpartikel und musst dann halt immer ein bisschen aufpassen. Das hat mir die liebe Lea beigebracht. Vor allem, wenn du so Gesichtspeelings machst, dass du halt jetzt nicht irgendwie so Mikroverletzungen hast oder so, was auf dem Körper immer ein bisschen entspannter ist, weil da ist die Haut natürlich dicker als im Gesicht. Aber ja, dadurch, dass hier runde Peeling-Partikel drin waren, also das an sich halt auch, ne, war das halt, wie lange rede ich über dieses Peeling? Wahnsinn.
war das nicht ganz so intensiv von der Peeling-Wirkung her. Das möchte ich dazu sagen. Ne? Also die mechanische Peeling-Wirkung war nicht so intensiv, wie ich das von anderen Peelings kenne. Dann habe ich Augenpatches leer gemacht. Die fand ich klasse von Mizon. Die Hyaluronic Acid Eye Gel Patches. Mensch, da sind halt 60 Patches drin, also 30 Anwendungen, und das finde ich klasse. Solche Pöttchen, wenn ich mir irgendwann Eye-Patches nachkaufe, werde ich mir auch nur noch solche Pöttchen kaufen. Ich kaufe mir keine Einmalanwendung mehr. Wenn ich die in Boxen drin habe, wenn ich die in Tauschpaketen, Trashpaketen oder sonst irgendwo mit drin habe, werden die auch verwendet oder ich werde sie weitergeben oder so. Aber ich präferiere tatsächlich das hier, weil du hast hier viel weniger Müll. Es ist auch irgendwie ganz fancy, finde ich, wenn du das Pöttchen so aufmachst und dann liegen die da alle so in Reihe und Glied. Es ist Spleen, aber es ist da und es ist in meinem Kopf. Jetzt aktuell habe ich auch schon wieder ein Pöttchen. Das habe ich von Yesstyle zugeschickt bekommen. Das andere Pöttchen auch. Ich feiere das hart. Also die haben mich darauf gebracht, dass es das überhaupt gibt. Und dann habe ich noch ein oder zwei von diesen Pöttchen im Backup tatsächlich. Jetzt nicht von dieser Marke, aber halt, ne? Mega, finde ich klasse. Wenn die irgendwann mal leer sind, werde ich mir die nachkaufen. Macht eine schöne untere Augenpartie. Macht das gepflegt, gibt Feuchtigkeit und macht so Augenschatten, Augenringe weg. Also bei mir funktionieren die hier sehr, sehr gut. Das kann ich sehr empfehlen. Sehr. Dann habe ich einen Reinigungsschaum von Caudalie leer gemacht. Den habe ich morgens verwendet. Der hat mir auch gut gefallen. Der war sehr mild tatsächlich. Instant Foaming Cleanser Moisturizing Grape and Purifying Sage. Genau, das ist halt so ein kleines Ding gewesen, was wir, ich weiß nicht, in einem Adventskalender drin hatten oder in irgendeiner Box, das weiß ich echt nicht mehr. Ich habe es mir nirgendwo hingeschrieben. Der hat mir aber gut gefallen. Der war angenehm zur Haut, hat morgens dann mein Gesicht auch so ein bisschen erfrischt, ne? Das hat mir echt gut gefallen. Jo, was haben wir hier? Das dürfte doch eine Bodylotion sein von My Little Beauty. Das ist eine Creme Réconfortante au lait d'avoine et à la douceur de l'hiver. Das ist eine Bodylotion aus der My Little Box. Die hatten wir, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr mal mit drin. Letztes Jahr hatten wir die drin, ne? Die habe ich jetzt auch mal aufgebraucht und also überhaupt geöffnet und dann aufgebraucht. War okay. Ne, war jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, die muss ich mir nachkaufen. Duft war auch okay. Hier, Farbe war irgendwie so ein bisschen peachy. Ist auf der Haut nicht so peachy geblieben. Ja, war angenehm. Aber was das mit Winter zu tun hat, keine Ahnung. Frag mich nicht. Keine Ahnung. Dann habe ich noch eine Gesichtsmaske aufgebraucht. Das ist die Kina Cosmetics Hydrating Manuka Honey Face Mask. Die habe ich von der lieben Sandra im Trash-Paket bekommen. Das Video zu dem Trash-Paket kommt noch online. Da habe ich auch noch eine weitere von da, die ich wahrscheinlich heute Abend machen werde. Das hat eine angenehme Pflege mit drin gehabt, hat Feuchtigkeit gespendet. Leider ein zu dickes und unförmiges Vlies. Was ich sehr bemerken möchte, ist, dass hier Ingwer mit drin ist, was ich sehr interessant finde. Centella Asiatica ist hier mit drin. Da geht die Jennys Highlights auch immer ziemlich drauf steil, wenn ich so ihre Pflegevideos gucke. Ich lieb's. Und Allantoin ist hier auch mit drin. Da geht die liebe Nathalie Nordbeauty ziemlich... Beauty. Sorry, Nathalie. Die liebe Nathalie Nordbeauty ziemlich steil drauf. Genau, ne? Das ist schon ziemlich nice, was hier auch für Inhaltsstoffe drin sind. Also mir hat es gefallen. Mir hat es wirklich gefallen, abgesehen davon, dass das Vlies so dick war. Es ist ziemlich witzig. Wo kommst du weg? Ist das hier cruelty-free? Das ist schon mal nett. Ich sehe jetzt nicht, wo das herkommt. Also quasi, wo man das theoretisch kaufen könnte. Also made in Korea. Ich kann mir vorstellen, dass das sowas im Action oder im DK Maxx oder sowas zu kaufen gäbe. Keine Ahnung. So, eine weitere Maske. Ja, ich habe einige Masken aufgebraucht. Musste ich aber auch, denn ich habe ja mein Maskenvideo mit euch gedreht, wo ich auch einige Crememasken aus Tuben aufgemacht habe. Und die musst du natürlich nach einer gewissen Zeit aufbrauchen. Das heißt, da habe ich mich auch echt drauf konzentriert. Von Ahava, die Time to Clear Purifying Matte Mask habe ich verwendet. Das ist diese hier. Die ist tatsächlich, um ehrlich zu sein, mit Vorsicht zu genießen. Denn die gibt so ein kleines Sonnenbrandgefühl auf der Haut, was sehr, sehr schwierig ist. Also wenn du die drauf... 2 Minuten musst du die nur drauf lassen, ne?
Heißt, ich habe mir die, wenn ich unter der Dusche war, einfach aufs Gesicht gegeben und mir dann halt eine Haarkur reingemacht oder mein Körper eingeseift oder rasiert oder sonst irgendwas. Ruckzuck, 2 Minuten sind um. Ne? Das ist halt super schnell gewesen. Ich fand die auch wirklich gut und die hat mir auch gefallen. Aber wenn ich die dann abgewaschen habe, hat meine Haut wirklich so gebrannt, als würde, ja, wie wenn Wasser drüber läuft, wenn man Sonnenbrand hat. Ne? Das fand ich halt ein bisschen schwierig. Trotzdem, wenn man die ganze Geschichte dann runtergewaschen hatte, hatte man ein sehr angenehmes Hautgefühl, ein sehr geklärtes, gekühltes Hautgefühl, sehr merkwürdig tatsächlich. Und es hat gut getan. Es hat mein Gesicht nicht so mega leer gezogen von sämtlichen Ölen und Fetten. Das heißt, es war nicht so super austrocknend. Das hat sich trotzdem noch gut angefühlt. Ne? Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Ich fand die aber so weit okay, dass ich mir tatsächlich, wenn ich nicht so viele Masken hätte, überlegen würde, mir die nachzukaufen, weil die echt gut war. Ne? Abgesehen von diesem Hautgefühl. Okay, dann habe ich hier This Works Deep Sleep Pillow Spray leer gemacht mal wieder. Ihr wisst es, ich liebe es. Es ist total großartig, sprüht bei uns, nachdem ich morgens das Bett gemacht habe, einfach überall drüber. Dann zieht das so schön ein und dann legt man sich nämlich abends ins Bett und dann hat man einen Hauch von wirklich so drin und nicht so aufliegend. Dann, ne, sonst muss ich davon niesen oder so. Deswegen, ich mache mir das morgens nach dem Bett machen drauf und abends, wenn wir reingehen, ist alles tutti. Ist echt cool. Und positiver Nebeneffekt. Es hat ja auch so einen Lavendelduft. Und man sagt ja, so rein fürs Gewissen, ne? Man sagt ja, dass Lavendel Motten, Spinnen und ich glaube sogar Mücken vertreibt. Denk mal drüber nach. Das ist halt auch so eine Sache, was ich sehr interessant finde, weil ich mir einfach denke, ja gut, vielleicht haben wir deswegen so wenig Spinnen, Motten und Mücken bei uns. Keine Ahnung. Man weiß es nicht, man munkelt noch. Ich habe ein weiteres Beauty-Tool aufgebraucht. Ja, den habe ich jetzt gerade aus der Waschmaschine quasi geholt. Deswegen ist er noch ein bisschen fusselig. Das ist ein Schwämmchen von Luvia in Kooperation mit Luisa Creschen. Der ist einfach schon an manchen Stellen gebrochen und offen und so. Und ne, ihr seht's. Der ist einfach uppe. Ich habe mir die neuere Version von ihm auch geholt. Ne? Das ist ja die ganz alte Version. Man sagt ja normalerweise, Beauty-Schwämmchen soll man nach einer Nutzungszeit von, ich glaube, einem Jahr oder so mal austauschen. Den habe ich schon richtig lange in Anwendung. Ding bei mir ist halt einfach, dass ich Beauty-Schwämmchen austausche immer wieder, weil ich habe ja mehrere Beauty-Schwämmchen da. Ich mache es jetzt auch mal so, wie die liebe Rosa87Lee, die liebe Cindy macht. Ich schneide jetzt auch mal in das Beauty-Schwämmchen rein, weil ich gucken möchte, wie der von innen aussieht. Neugierde, Neugierde. Weil das ist ja echt immer ein großer Schwamm, ne? Weiß ja nie. Lässt sich übrigens sehr schwer schneiden, weil er halt sehr dick ist. Aber da ist nix. Gar nix. Hab ich immer gut gewaschen, offensichtlich. Sehr schön, ne? So sieht ein Beauty-Schwämmchen von innen aus, wen es immer schon mal interessiert hat. Das ist ja fantastisch, Leute. Sehr feinporig. Ja, ich könnte da jetzt stundenlang meine Freude mit haben, aber er kommt in meine aufgebrauchte dekorative Kosmetikkiste, glaube ich, oder? Packe ich da auch solche Beauty-Tools mit rein? Na, ich weiß noch nicht. Ich glaube eher weniger, oder? Ich weiß nicht. So, dann habe ich hier eine Zahnpasta aufgebraucht. Die ist klasse. Die werde ich mir, wenn ich irgendwann mal in diesem Universum keine Zahnpasta hier mehr im Hause finde, nachkaufen. Das ist mein absoluter Zahnpastenfavorit. Bekomme ich auch immer wieder von der Zahnarzthelferin meines Vertrauens. Elmex Sensitive Professional Repair and Prevent. Das ist diese hier. Ich finde die super. Die ist so toll zu meinen Zähnen. Die macht schöne Zähne. Die macht das Zahnfleisch heiler, beziehungsweise, ne, ich habe ein bisschen freiliegende Zahnhälse. Und das heißt, das, ne, hilft mir einfach. Das ist eine ganz geile Geschichte. Macht sauber, macht das alle wundervoll und fresh und so. Ich mag's. Dann habe ich hier noch einen Lippenpflegestift aufgebraucht von Freiöl Hydro Lipstick Lichtschutz Faktor 50. Das ist dieser hier. Den habe ich morgens natürlich verwendet, ne? Ich fand den klasse. Ich finde es super, wenn man halt einfach auch eine Lippenpflege morgens verwendet, die Lichtschutzfaktor mit drin hat, weil deine Lippen können halt wirklich durch die Sonneneinstrahlung einen Sonnenbrand kriegen. Und wer hat das schon gerne? Ich nicht. Deswegen, klasse Zeug. So, dann habe ich etwas aussortiert. Ich habe es nicht oft gemacht. Ne? Ich habe hier hinten was draufgeschrieben, auch zu Bodylotion von Alverde aus dem Adventskalender. Bio Macadamia Nussöl. Puh, also das habe ich einmal angewendet und dann direkt aussortiert, weil ich den Geruch gar nicht mochte. Also was die Vergangenheits-Claudia draufgeschrieben hat, ist ein Highlight. Wir betrunkene Macadamias für, aber pflegend. Na, immerhin, ne?
Ja, das war nicht geil. Also das riecht im ersten Moment, wenn du hier so dran riechst, okay, aber auf der Haut, oh. Ja, weil du halt echt Alkohol hier mit drin hast, ne? Ich weiß nicht, ob das hier stehen keine Inhaltsstoffe mit drin, aber das hat sich, es war nicht angenehm. Kann es auch keinem mehr geben hier. Das habe ich auch gemacht von Mikura, die Dekolleté-Maske. Die war ganz witzig, aber wer braucht sowas? Ich weiß es nicht, wo habe ich die? Die kommt doch aus der, kam die aus der Goodiebox? Ich glaube schon. Ganz witzig und pflegend, aber braucht kein Mensch, oder? Habe ich mir hinten auch drauf geschrieben. Ich meine, ja, bei mir ist es tatsächlich sowieso so, dass ich jetzt nicht so die Ultraokulyten habe. Das heißt, bei mir kommt jetzt auch da nicht unbedingt irgendwas Faltiges zustande aufgrund von, was soll denn da Falten werfen, Leute? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich habe bei vielen, also, ne? Ich habe von vielen gehört, die sich die zurechtgeschnitten und ins Gesicht geklebt haben. Wer hat sich die auch wirklich auf sein Dekolleté gemacht? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich finde es total großartig, ja. Braucht kein Mensch. Dann habe ich hier noch ein paar Pinsel. Die habe ich jetzt in Anwendung. Da habe ich mir jetzt einfach mal hier die Verpackung reingepackt, weil ich euch das den Haul nicht gezeigt habe, weil ich da gar nicht... Also ich habe bei BH Cosmetics bestellt, als da halt super Rabattaktion war, ne? Und da habe ich mir das Pinselset und die Palette von Marvin auch, glaube ich, bestellt. Habe ich mir noch mehr bestellt? Ich glaube gar nicht. Nicht wirklich. Doch, noch ein anderes Pinselset. Habe ich das hier auch drin? Nö. Ach, das war auch gar nicht in der Verpackung, ne? Das ist dieses hier. Ne, das ist es nicht. Welches ist es denn? Das hier, mit diesen Sparkles drauf. Finde ich total super. Voll fancy, ne? Das habe ich mir auch geholt. Ja, die sind jetzt in Anwendung, mag ich echt gerne. Die sind recht hochpreisig, wenn man das mal so vergleicht mit den anderen Pinselsets, die man dort bei BH Cosmetics findet. Aber ich unterstütze halt gerne Ellie, sage ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Ne? Also das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass die jetzt viel, viel besser sind als die Pinsel, die ich jetzt in anderen Pinselsets von BH mit drin habe. Aber das geht jetzt einfach darum, dass ich eine Person unterstützen möchte, die ich gerne gucke und die ich gerne mag. Und da ich die Palette so scharf finde, habe ich mir auch das passende Pinselset dann geholt. Die Liebe geht jetzt nicht so weit, dass ich jetzt die Lashes tragen würde, weil ich trage sowas nicht. Aber ja, das Pinselset fand ich ganz nice. Muss man halt einfach mal schauen, ob einem das selber gefällt. Also ne, für euch jetzt, falls ihr euch für ein Pinselset entscheiden möchtet. Ich finde, dass die Pinsel sehr gut geeignet sind für sehr filigrane Augenlooks und wenn man halt ein bisschen mehr künstlerisch was reinpacken möchte und nicht einfach irgendwelche Standard-to-go-Looks macht. Dafür reicht mir ein ganz normaler Blendepinsel und ein Smudger, muss ich ehrlich sagen. Das hier ist halt wirklich für sehr explizitere Looks. Ja. Ja. Akku schaffe ich noch. Aber nicht mit dem, was hier noch ist. Also das Video wird doch länger, als ich gedacht habe. Die habe ich tatsächlich auch mit euch mehr oder weniger in einem Full Face Revolution aufgebraucht, was wahrscheinlich auch noch online kommt. Extreme Lash Volumizing Mascara, das ist diese hier. Die hatte ich halt ganz normal in meinem Alltag verwendet und dementsprechend fast täglich verwendet. Ging dann ein bisschen schneller leer, als ich erwartet habe. Und als ich dann das Video gedreht habe, ist sie mir quasi im Video mehr oder weniger leer gegangen. Das war ein bisschen ärgerlich, muss ich gestehen. Ja, hat ein Gummibürstchen und ja, man sieht es halt auch, ne? Es ist sehr eingetrocknet da unten schon oder da hinten vielmehr. Und ja, war aber eine gute Mascara, die halt für den Zeitraum, wo ich sie verwendet habe, Revolution Pro übrigens, sehr, sehr toll einen gefächerten und definierten Look gemacht hat, den ich schön im Büro tragen konnte. Ne? Ja. Dann habe ich hier noch ein bisschen was Haushaltstechnisches bzw. Schönheit von innen. Ich weiß es nicht. Das Strahlen, was man auf dem Gesicht hat, kommt ja meistens nicht von ungefähr. Gerade in so einer kalten Jahreszeit geht es mir ja nicht so gut. Habe ich euch eben auch schon erzählt, ne, was so abging und so. Also ich habe euch nicht erzählt, was abging, aber ne, das ist halt Wimpern, weil Wein und bla ausgefallen. Puh, keine Ahnung. Mir ging es halt nicht gut. Und ja. Da habe ich mir jetzt Vitamin K2 und Vitamin D3 Kapseln geholt von Doppelherz. Die habe ich tatsächlich auch jetzt aufgebraucht. Heute Morgen habe ich die letzte davon genommen. Und ja, ne, nimmst du eine am Tag. Und die Geschichten helfen mir halt einfach. Genau, also das Vitamin D3 sollte man immer in Kombination mit Vitamin K2 nehmen. Deswegen ist dieses Präparat eigentlich ganz gut. Und ja, ne? Es wirkt halt stimmungsaufhellend und hilft einem so ein bisschen, diese etwas düstere Jahreszeit zu überstehen. Jetzt heute hatten wir hier echt mal schön Sonne. Ansonsten hatten wir die letzten Tage halt echt übles, graues Wetter. Und das schlägt mir persönlich sehr aufs Gemüt. Und da dann quasi kein Vitamin D3 oder Vitamin D Produktionsgedönsen im Körper durch die Sonne angeregt werden kann, was sie jetzt übrigens eigentlich durch die Sonne eigentlich auch nicht, aber egal, weil falscher Sonnenstand und so, bla, gibt es Artikel im Internet, Google ist dein bester Freund, ja, ne,
hat mir das einfach geholfen. So. Mein Freund hat mir eine Zahnpasta gemopst und aufgebraucht, eiskalt. So ist er, ne? Von Signal Iduna oder Signal die White Now Infinite Shine. Das ist diese hier. Die hatte ich irgendwann schon mal in der Glossy Box Birthday Edition drin gehabt und dann irgendwann nochmal in der Glossy Box drin gehabt. Die ist ganz gut. Also, ne, ich mag die nicht nur so von der Optik, da war irgendwas Nasses drin, deswegen muss ich gerade meine Hände abputzen. Ja, nicht nur von der Optik von dieser Verpackung her fand ich die schön, sondern als ich die verwendet habe, war die echt schön. Also die hat meine Zähne auch wirklich optisch so ein bisschen aufgehellt. Ich weiß nicht. Sie hat auf jeden Fall ein schönes, frisches Gefühl im Mund gemacht. Hat mir persönlich gefallen und ihm offensichtlich auch. So, dann habe ich dieses hier von Glove, die Moonpads, 2 Discs. Achso, das sind einfach 2 Moonpads gewesen. Genau, also Abschminkpads, wiederverwendbare Abschminkpads von Glove. Ich persönlich mag die nicht so gerne, weil wenn man die halt häufiger verwendet und dann halt so mit der Zeit immer wieder auch, ich gebe die ja in Waschmaschine und Trockner rein, so wasche ich meine Pads aus, ja, dann geht irgendwann die Naht halt so, dass sie ein bisschen störend sein kann. Ne? Also das ist halt, muss man mal gucken. Ich mag lieber die Washis, um ehrlich zu sein. Die sind einfach fluffiger, weicher. Oder die von Judith, die sie mir genäht hat, die mag ich auch lieber. Genau, dann habe ich hier, oh, das genau geht euch manchmal auf den Sack. Ich versuche es nicht mehr zu sagen. Von Grace and Stella. It's like an energy drink for your eyes. Aus der Elektra Beauty Box. Und, nee, oder? Doch, das war in der Elektra Beauty Box, glaube ich, drin. Ich habe mir hier nur drauf geschrieben, Effekt, wo bist du? Ich habe hier keinen Effekt gesehen, leider. Das ist natürlich traurig, ne? Ja, dann habe ich hier ein Shampoo leer gemacht von Paul Mitchell. Jeden Dienstag und jeden Freitag verwende ich so ein kleines Shampoo. Habe ich mir einfach jetzt so angewöhnt, ne? Weil durch die ganzen Adventskalender habe ich einige kleine Shampoos. Und an den anderen Tagen verwende ich halt mein normales, großes Shampoo. Das hier war echt eine Sache für sich. Sanfte Reinigung, also das war gut, ne? Also das war wirklich gut von der Pflegewirkung her, von der Reinigungswirkung her. Hat aber mega nach Kokos gerochen. Heide nein, also das war für mich grenzwertig. Wäre die Pflegewirkung hierbei nicht so gut gewesen, nee, hätte ich das nicht weiterverwendet. Aber es hat echt gut geholfen. Das hat mir echt tolles, fülliges Haar gemacht irgendwie. Ne? Gefühlt sah das echt gut aus. Und es war super flüssig. Ja, aber hat halt echt seinen Zweck erfüllt. Hat mir gut gefallen. Und diese Haarkur, da wusste ich, also habe ich von Marie, glaube ich, geschenkt gekriegt, ist von Mermaid and Me, genau. The Wild Hibiscus Clay Mask. Das ist diese hier, die gibst du dir in ein trockenes Haar tatsächlich und dann lässt du das so einwirken, so lange wie geht und dann wäschst du es aus. Ich glaube mindestens 15 Minuten lässt es drin, ne? Genau. Das wird halt echt grisselig und komisch auf dem Haar, weil das ist halt echt eine Schlammmaske, ne? Das muss man mögen, das Gefühl. Das ist eine Überwindung gewesen anfangs. Ich habe mir das auch erst ins nasse Haar gegeben, weil ich das irgendwie nicht ins trockene Haar geben wollte und weil ich das auch irgendwie nie so ganz gerafft habe. Aber als ich das dann wirklich ins trockene Haar gegeben habe, und ich mache ja nicht unbedingt so gerne Werbung für diese ganzen Influencer-Produkte, sage ich jetzt mal, aber als ich das richtig angewendet habe, war das echt geil, muss ich sagen. Ja, war richtig gut. Ne? Aber sonst, ja, hat auch echt gut gerochen, aber ja. Ne? Ist jetzt keine Kooperation oder so. Wie gesagt, ich habe das von Marie zugeschickt bekommen und es hat mir richtig gut gefallen. Ob ich mir das nachkaufe, sei mal so dahingestellt. Es ist ja auch nicht unbedingt günstig, aber vielleicht finde ich einen guten Influencer-Rabattcode und kann mir das dann nachbestellen. Ja, aber ich habe ja noch ein paar Haarkuren hier, die ich erstmal aufbrauchen werde. Und die hat mich im Prinzip dazu animiert, dann auch meine Haarkuren ins trockene Haar zu geben und die dann auch so einwirken zu lassen. Irgendwie habe ich da auch mehr Effekt von, finde ich. Also jetzt so, ne, von der Erfahrung her. Dann habe ich ein Gesichtspeeling leer gemacht und zwar von Yves Rocher. Das Glow Granita Scrub. Ja, mit Artemis. Cremig und fein, so soll das sein, hat die Vergangenheitsclaudi hier drauf geschrieben. Hat mir ganz offensichtlich gut gefallen und ich habe einen Clown gefrühstückt, als ich das drauf geschrieben habe. Ja, genau. War halt auch in dem Sinne nicht schädigend für mein Gesicht, in dem Sinne, dass ich da diese groben Partikel gehabt hätte, scharfkantige Partikel, die mein Gesicht irgendwie mikromäßig verletzen hätten können. Das hat es nämlich nicht. Gut, hier habe ich ein Shampoo leer gemacht, was ich gerne mochte, und zwar von Herbal Essences, das marokkanisches Arganöl Repair Shampoo. Das hat mir echt gut gefallen. Und hat einen tollen Duft gehabt. Und da habe ich dieses typische Herbal Essences. Eine Frau unter dem Wasserfall wäscht sich die Haare. Ne? Dieses Gefühl hatte ich halt darunter.
war toll. Hat mir gefallen, ich mag Rebel Essence. Wahrscheinlich bin ich da auch ein kleines Werbungsopfer gewesen. Duft ist auch ganz angenehm. Ist nicht zu aufdringlich. Ne? Das war halt sehr sauber. Sehr sauber. Ja. Immer wenn ich diese Aufgebraucht-Videos habe, habe ich irgendwann so ein Gefühl, dass ich 5 Liter Wasser trinken muss, weil ich hier echt an einem Stück rede. Ich mache das ja auch immer oder meistens ungeschnitten, ne? Wahnsinn. Dann habe ich hier ein Eyeliner leer gemacht von Ayeko. That's where I draw the line, der I Do Liquid Eyeliner. Den hatte ich auch mal in einer Box mit drin. Und der war auch nochmal in einer weiteren Box mit enthalten. Ich glaube in groß in der, weiß ich nicht, habe ich in meinem Schminke hier auch verwendet für mein Full Face mit den ganzen Beautyboxen. Genau. Ist ein Filzstift-Eyeliner, der recht dick ist, aber dann hat er doch eine präzise Spitze. Ist sehr, sehr schnell ausgetrocknet. Also ich fand den jetzt nicht so bombastisch. Da hat Ayeko auf jeden Fall mit dem Black Magic Eyeliner einen deutlich besseren im Sortiment. Oder im Repertoire vielmehr. Ein Serum habe ich leer gemacht, was irgendwie gerade so ein bisschen... Ist da irgendwie was? Typische Frage in Aufgebraucht-Videos. Ist da irgendwas ausgelaufen? Oh Mann. Von Skin Natur habe ich das Retinol-Serum aufgebraucht. Das ist mit Retinol, Niacinamiden und Aloe Vera. Das habe ich hier in der Kooperation zugeschickt bekommen. Ihr könnt mal gucken, ob mein Code Claudi10 oder Claudis10 noch aktiv ist. Dann kriegt ihr 10% auf den Online-Shop und auf die Produkte im Online-Shop. Das hat mir auch ehrlich gesagt gut gefallen. Ich habe das abends verwendet, weil man Retinol, glaube ich, abends eher verwenden soll. Und Niacinamide beruhigen die Haut, Aloe Vera pflegt die Haut und Retinol macht auch irgendwas Tolles. Hier macht Anti-Aging-Wirkstoff, genau. 3,5% Retinol hast du hier mit drin. Ja, hat mir wirklich gut gefallen. War toll, ne? Also als ich das verwendet habe, hatte ich auch nicht diese Maskne. Nennt man ja heutzutage so, ne? Akne von der Maske. Okay, da war ich super enttäuscht von. Von Revolution ist es nämlich der Lip Liner in der Farbe Noble. Den habe ich eine ganze Zeit verwendet. Und dann habe ich den bei meinem Full Face Revolution verwendet. Und habe den angespitzt, ist er abgebrochen. Habe den angespitzt, ist er abgebrochen. Habe den angespitzt, ist er abgebrochen. Und dann ist er immer mehr geschrumpft und geschrumpft und geschrumpft. Und am Ende ist mir die Mine rausgefallen. Also das werte ich jetzt einfach mal als aufgebraucht, weil... Ciao. Ich glaube, dass die liebe Melli vom Kanal Mello Florida auch schon mal drüber gesprochen hat, dass sie deswegen die Revolution Lip Liner, dass sie da so eine Hassliebe zu hat, ne? Ja, Melli, herzlich willkommen. Ich bin jetzt auch in deinem Boot vertreten. Das hier war ein Körperpeeling von Aqua Hero. Hatte ich in der Blissin-Box, glaube ich, drin. Das war ganz okay, hat aber nur für 2 Anwendungen gereicht. Also da war halt echt nicht viel drin, was jetzt nicht so weiter schlimm ist, ne? Weil in der Blissin-Box hast du eh meistens Produkte drin, die in etwas kleineren Größen sind, um einfach mal das Produkt auszuprobieren. Wenig Peeling-Partikel, kaum pflegend, habe ich mir hier drauf geschrieben. Also würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Wie gesagt, da gibt es definitiv bessere Peelings, die ich euch jetzt auch das ein oder andere Mal hier zeigen kann. Und das hier fand ich auch ganz gut. Das ist eine, das fand ich sogar richtig gut, das ist von Rituals, The Ritual of Ying, die Soothing Body Cream mit Sacred Lotus. Und das war in dieser Look Fantastic Sonderedition mit Ritual of Ying. Mega geil, was habe ich hier hinten drauf geschrieben? Samtig, pflegend, kein Weiß, toller Duft. Ja. Theoretisch könnte man sich diese Umverpackung aufbewahren, um sich Refills zu kaufen. Ich bin ehrlich, ich werde es nicht tun, weil ich habe noch genug im Backup so da und durch Boxen und so weiter bekomme ich noch genug rein. Man könnte jetzt theoretisch dieses drinnen Plastikding einfach mal rausnehmen und das hier so als Bottich für was auch immer verwenden. Aber auch da, ich habe genug Bottichs für was auch immer. Deswegen, ja, wird es bei mir nicht bleiben. Ich weiß gar nicht, was diese Refills kosten in Relation zu den normalen Verpackungen. Aber dieser Duft ist echt hammermäßig. Ist so, so leicht waldig, aber auch blumig. Cremig pflegend, nom nom, Duft, ne? Voll geil. Mochte ich gerne und da hatte ich echt ein tolles, luxuriöses Gefühl, wenn ich mich damit eingecremt habe. Eine Kerze habe ich leer gemacht, das ist von Parks Aromatherapy. Ich weiß gar nicht, ob die in einem Adventskalender drin war oder wo ich die her habe. Die habe ich mir nicht so gekauft, glaube ich, oder? Die war, also die habe ich vor allem deswegen hier reingepackt. Oh Gott, wie viele Viecher sind hier drin verstorben? Oh mein Gott, ich sehe allein hier schon drei kleine Mini-Fliegen, so Fruchtfliegen.
Im ewigen Wachs. Genau. Die ist sehr, sehr gut runtergebrannt. Ne? Das sieht man auch. Da ist nicht viel an Wachsenrest drin. Finde ich klasse. Das hast du nicht oft. Und theoretisch kann man diese Gläser weiterverwenden. Ne? Das ist halt auch ein schönes, falls du mal irgendwann so eine Kerze dir selber basteln möchtest, dass du einfach ein Teelicht reinmachst, ein bisschen Dekosand und fertig, schön von außen irgendwas dran machen. Oder als Trinkglas kann man das nehmen, als Pinselglas, was auch immer. Ich habe genug Gläser und gebe das dann in die Weiterverwertungsgeschichte für Glas. Ich habe übrigens auch gelernt, unter meinem letzten Aufgebraucht-Video haben wir uns nämlich drüber unterhalten, dass man auch diese kleinen Glasfläschchen in den Glascontainer doch wieder reinpacken kann. Und das finde ich cool, denn ich hatte das, mein Freund hat mir das, glaube ich, nämlich erzählt, dass man das nicht darf. Oder irgendwer in meinem Umfeld hat mir das erzählt. Ich weiß es nicht. Und ich bin ja immer so ein Mensch, ich vertraue den Menschen und glaube denen dann auch. Ne? Aber gut, ich wollte hier keine falschen Informationen verbreiten. Das tut mir wirklich leid, das wusste ich so nicht. Ich hätte mich wahrscheinlich noch weiter vorher belesen sollen, aber ich habe dem vertraut, was mir halt zugetragen worden ist. Ja, kann man auf jeden Fall im Glas Wiederverwertungsgedönsen für die richtige Farbe verwerten. Und das hier wäre die Farbe Braun. So, Deo. Ja, habe ich auch leer gemacht. Möchte ja ungern stinken. Oh. Rexona All Day Protection to Move More. Ja, das war okay, ne? Das, ja. Es war Winter, was soll ich da groß schwitzen? Ich habe zwar Wollpullis an und so, aber ich habe, als ich das verwendet habe, jetzt nicht irgendwie bemerkt, dass ich trotzdem schwitzen würde, um das so zu sagen. Also, das hat schon geholfen. Ich weiß nicht, wie das im Sommer funktioniert, aber im Winter hat es gut geholfen. Noch eine Maske habe ich leer gemacht und das war die Sisley Mask Creme à la Rose Noir. Boah, die ist so teuer. Ach du Scheiße, ey. Aber die ist so gut, Leute. Hm. Wenn man sich irgendwas ganz Luxuriöses mal gönnen möchte, weil man ziemlich viel im Lotto gewonnen hat oder sonst irgendwas, dann kann man sich das hart gönnen. Aber ansonsten als Otto Normalverbraucher werde ich mir die nicht nachkaufen. Das ist mir dann doch zu pricey. Dann habe ich etwas auch in diesem Maskenvideo gemacht. Unicorn Magical Mask. Das ist diese Eye Mask gewesen. Das hatte sich bewegenden Glitzer drin. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aus der Elektra Beauty Box ist das. Okay, Sternchen und Glitzer. Habe ich nur hier hingeschrieben. Elektra Beauty Box, ja. Genau. Es ist total super, wenn man mit einem schwarzen Edding auf schwarzen Untergrund schreibt, oder? Da muss ich wirklich sagen, Chapeau, Vergangenheits-Claudi, das hast du voll klasse gemacht. Aber ich kann es ja trotzdem lesen. Genau. Ne, war halt, wie gesagt, okay, aber lieber die in den großen Pöttchen. So, das hier habe ich auch leer gemacht, habe ich als Fußcreme verwendet. Cleansing and Healing for Problem Skin Green Tea Balm Pure Purpose. Habe ich erst als Abschminkbalsam probiert, also dass ich mich damit abgeschminkt habe. Das hat mir gar nicht gefallen, hat mir auch nicht, hat nicht funktioniert, ne? Das hat bei mir nicht alles runtergenommen, vor allem das Augen-Make-up nicht. Und dann habe ich das halt für die Füße verwendet, weil das ist ja Multipurpose, steht hier auch extra drauf. Und ja, das war gut. Ich habe hier toll drauf geschrieben. Ist ein Glaspöttchen. Also, ne? Schon eine gute Kiste, muss ich sagen. So, dann habe ich ein weiteres dekoratives Kosmetikprodukt leer gemacht. Und zwar von IT Cosmetics die CC Plus Your Skin Wet Better Cream in der Farbe Light. Und ich habe gemerkt, dass mir die Farbe Light im Winter zu dunkel ist. Voll krass. Ich habe die ganz normal so, ne? Zu Hause halt verwendet, beziehungsweise auch im Homeoffice. Und hatte dann Zoom-Meetings. Dann hatte mein Chef mich angezoomt. Und dann gucke ich mich selber so, man sieht ja aus sich selber da, ne? Ich gucke das an, ich musste so lachen. Und dann hat er auch gefragt, Claudia, was hast du? Ich sage, boah, ich sehe so gelb aus. Das war einfach dieses Produkt. Ne? Ich habe es danach dann auch noch weiterverwendet, habe es auch ein bisschen gemischt mit einer etwas helleren Foundation und habe dann auch sehr, sehr, sehr helles Puder drüber gegeben. Aber ich habe sie aufgebraucht. Yay. Musste aber jedes Mal lachen, als ich sie solo aufgetragen habe. War scharf, Leute. Dann habe ich ein Lippenpeeling leer gemacht und zwar von Seraphine Botanicals Sugar and Lemon Moisturizing Lip Scrub. Ja, das war okay. Ne? Das war halt ein Lippenpeeling. War okay. Kam in der Tube. Da ist ordentlich viel Produkt drin. Da hat man lange seine Freude mit. Und wenn ich jetzt so an Tagen wie heute, wo ich entweder viel geredet habe oder eigentlich fast jeden Tag, um ehrlich zu sein. Also wenn ich viel geredet habe, was sehr, sehr häufig vorkommt. Oder wenn ich die Maske sehr lange getragen habe, was dann vorkommt, wenn ich so in der Firma bin oder wenn ich einkaufen gehe oder so. Oder wenn ich zu Hause war und viel
farbintensiven Lippenstift getragen habe, wo ich noch die Reste irgendwie runterpeelen möchte. Also im Prinzip fast jeden Tag habe ich das verwendet, ja. Soll man nicht, ne? Soll man nur ein bis zweimal pro Woche machen. Mir hat es nicht geschadet und meinen Lippen offensichtlich auch nicht. Die, denen geht's gut. Das war auch nicht zu scharfkantig oder so. Das ging halt wirklich klar. Und ich mache das ja nicht doll, wenn ich meine Lippen peele. Deswegen, das ging alles voll klar. Dann habe ich ein Nagelöl leer gemacht. Das hatte ich, 2019 im hier, Rossmann, schön für mich, Adventskalender drin, glaube ich. Rival de Loop Nail Oil mit Toffee-Duft. Also den Duft, den kannst du vergessen, jetzt riechst du nicht, ne? Das war nicht gut. Also ich habe schon viele Nagelöle verwendet und ich verwende das ja immer abends vorm Schlafengehen auf meinen Füßen, also auf meinen Fußnägeln und der Nagelhaut. Und ich verwende das vor allem deswegen, damit halt alles irgendwie so gepflegt bleibt und nicht verhornt. Darfst du gar nicht so, es ist ein bisschen eklig, ne? Ja, weil wenn die verhornen, die Sachen da bei mir, dann habe ich halt runde Nägel und dann wachsen halt die Fußnägel zu sehr ein. Wenn ich das Ganze aber geschmeidig halte, dann wächst das nicht ein. Deswegen verwende ich Nagelöl. Und Nagel- und Nagelhautöl, ne? Genau. Das hat irgendwie nicht wirklich irgendwas gemacht. Also muss ich wirklich sagen, das war nicht so mein Favorit. Ne. Gut, dann habe ich jetzt aktuell in Anwendung eine Seife von One For You. Die war in der Elektra Beauty Box mit drin. Die ist ganz gut. Die benutze ich ja sowohl für meine Hände zum Waschen als auch für meine Pinsel. Und das war, ist gut. Liegt jetzt gerade in meinem Seifenspender. Dann habe ich ein, ja, geduscht habe ich auch. Man wundert sich. Ich habe sonst gar kein Duschprodukt hier drin. Ne? Also quasi Dusch. Ein Creme gedünsten. Dove Duschschaum mit Arganöl, 24 Stunden weiches Hautgefühl. Das war schön. Das habe ich, von wem habe ich das gekriegt? Auch von Marie, tatsächlich, genau. Das war toll, hat Spaß gemacht, weicher Schaum. Und das finde ich eben so geil. Also das, ich finde das hier noch besser als die Bilou-Produkte, weil der Duft hier deutlich erwachsener ist, deutlich gesellschaftstauglicher. Weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also auch wenn ich mit meinem Freund dusche zum Beispiel, mag ich lieber halt Produkte verwenden, die uns beiden gefallen. Und wenn ich da jetzt irgendwelche Sachen mit Kokos verwende oder halt diese krassen Bilou-Schäume, dann sagt er auch, wow, Duftbomben, ne? Und das ging voll klar. Also das war ein sehr, sehr angenehmer Duft, ein erwachsener Duft und sehr schöner Schaum, der hier rauskam. Sehr weicher Schaum. Also es war richtig wie so eine Schaumkugel in der Hand und wenn du damit dann über den Körper gegangen bist, das war so richtig angenehm. Also mir hat es gut gefallen und ich würde mir, wenn ich irgendwann in diesem Universum keine Duschprodukte mehr habe, mir sowas auch nachkaufen. Tatsächlich, mag ich gerne. So, dann habe ich hier ein von Sandra aus dem Adventskalender ein Gesichtsserum leer gemacht. Also Laneige Waterbank Gel Cream habe ich als ja, unter meiner normalen Gesichtspflege abends verwendet, ne? Das fand ich gut. Das habe ich mir auch echt schön einarbeiten können mit meinem PMD Rose Quartz Einrollvieh. Richtig geil, weil dieses Rose Quartz Ding wird halt auch so richtig schön heiß, oder nicht heiß, Leute, ne? Keine Sorge, warm. Und damit dann, oh, und diesem Ding, richtig geil. Die haben super zusammen harmoniert. Das war echt schön. Und auch das Produkt an sich, das hat schön gepflegt, hat eine tolle feuchtigkeitsgespendete Hautgeschichte hervorgerufen. Hat mir gefallen. Dann habe ich einen Primer leer gemacht und zwar von MAC, den Natural Radiance Primer. Ist auch nur so ein kleines Pröbchen gewesen. Ne? Ich sehe jetzt aktuell wirklich ein bisschen zu, dass ich auch dekorative Kosmetik ein bisschen aufbrauche. Das heißt, oder in den Puderprodukten vielleicht auch mal ein Hit the Pan zu erreichen. Wer weiß, ob ich das jemals schaffe. Aber gut, ja, hier habe ich auf jeden Fall einen Primer leer gemacht und dieses Tübchen ist jetzt leer, der war ganz okay. Der hat für mich jetzt nicht unbedingt die Ultra-Strahlkraft ins Gesicht gegeben, war für mich jetzt okay, aber nichts, was ich mir nachkaufen würde. Ne? Da hole ich mir lieber den Tensational von Catrice oder How Cosmetics Pearl Shine Elixir oder so, wenn ich wirklich Strahlkraft im Gesicht haben möchte. Ne? Der war okay, aber nichts zum Nachkaufen. Dann habe ich diese Maske gemacht von Filorga, die Age Purify Mask. Die hatten wir auch in der My Little Box mit drin, genau. Die habe ich auch in der Maskenweltreise verwendet. Double Correction Mask Wrinkles and Blemishes. Ja, die war halt wirklich eine pflegende Maske, ne? Die, glaube ich, auch irgendwie in einer speziellen Farbe rauskam oder so. Oder täusche ich mich? Genau, das war so ein Mintgrün von der Farbe her. Und das war halt eine Crememaske, die das Gesicht mit Feuchtigkeit versorgt hat und so ein bisschen, ja, Antifaltenwirkung soll das haben. Und ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Doch.
Würde ich mir jetzt aber wahrscheinlich eher weniger nachkaufen. Zwei Sachen habe ich noch, und zwar ist es einmal die IDC Institute Maske mit Ginseng und Kollagen. Genau, die hatte ich in der Elektra Beauty Box mit drin, und auch die, weiß ich nicht, habe ich die mit euch zusammen gemacht? Weiß ich gar nicht. Mega pflegend, viel Feuchtigkeit, tolle Passform, wie doppelseitiges Klebeband Haut. Ja, damit wollte ich sagen, dass meine Haut sehr, sehr klebrig geworden ist. Ja, aber die Masken von IDC Institute haben mich echt sehr positiv überrascht in den letzten Monaten, seitdem ich so die Elektra Beauty Box habe und die halt auch öfters diese Produkte mit drin haben. Und last but not least habe ich die Isana Tuchmaske mit Kirschblütenextrakt und Mandelöl aufgebraucht. Die habe ich auch in meiner Maskenweltreise verwendet. Das war eine Limited Edition vor Jahren. Leicht Feuchtigkeit spendend ist okay, ne? Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel an die Rose-Maske denke, die ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, um Welten besser. Also da hat sich Isana auch weiterentwickelt. Und das ist Sinn und Zweck der Geschichte. Das finde ich gut. Und jetzt sind wir durch. Nein, sind wir nicht. Ich habe hier noch einen Augenbrauenstift drin. Sowas aber auch. Ja, da kann ich aber leider nicht mehr lesen, was das für einer war. Auf jeden Fall in der Farbe Blond und von L'Oreal. Da ist dann auch der letzte Rest vom Schützenfest rausgefallen. Genau, da gibt es auch was Interessantes zu berichten. Am Anfang war hier zum einen ein Spoolie dran, der irgendwann abgefallen ist. Und des Weiteren war das mit diesem Produkt so, dass es am Anfang schön war, sich auch wirklich toll bei mir angepasst hat und alles hat super funktioniert. Aber von Zeit zu Zeit wurde es irgendwie immer grünstichiger. Ich weiß nicht, woran das lag. Ne, aber es ist halt irgendwie für mich, wenn ich das dann aufgetragen habe, habe ich immer gedacht, irgendwann habe ich gedacht, boah, das ist jetzt ja echt olivgrün auf meiner Haut. Ne? War okay, habe ich aufgebraucht, aber dass er sich halt am Ende so verfärbt hat, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, ob das bei euren L'Oreal Augenbrauen Brow Designer ist es, glaube ich, gewesen, auch so gewesen ist. Würde mich interessieren. Ihr Lieben, das war jetzt mein Aufgebraucht-Video mit ganz schön viel dekorativer Kosmetik, die hier mit rausgeflogen ist, nicht, sondern aufgebraucht worden ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Oh, ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Aufgebraucht- und Plattgemacht-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.